Berlin. In 2001, the city elected the first openly gay politician in Germany as its mayor. This town has even put gay people in museums. Because gays have become part of the mainstream, that the streets of Schöneberg, the gay district, have to look so drab? Do gay ghettos even have a future? You certainly won't cross Philipp Tanzer very often on the Moschstrasse. Wenn ich in der Szene rumlaufe, ich mag das Gefühl, weil es mich traurig macht. Ich fühle mich in der schwulen Szene in der Regel einsamer als irgendwo sonst, weil ich so sehr das Gefühl habe, überhaupt nicht dazu zu gehören. Was ich wirklich nicht mag, speziell an der Berliner Szene, ist, dass sie unglaublich heruntergekommen ist und dass die Leute sich immer mehr auf einer Abwärtsspirale befinden. Und durch Drogen, Sex und ja, ihre hoffnungslosen Suche nach einem Partner immer tiefer absacken. Ich habe mich deswegen Krieger genannt, weil es im Grunde meine Lebensaufgabe ist, für das Gute auf der Welt zu kämpfen. Ich habe deswegen auch schon sehr früh angefangen, meinen Körper mit Tattoos zu bedecken, die aufgebaut sind wie eine Rüstung, weil ich ein sehr engelsgläubiger Mensch bin. Und da Engel in der Regel Rüstungen tragen, habe ich angefangen, mir eine zu tätowieren. Ich persönlich sehe mich überhaupt nicht als schwule Ikone. Wenn ich ausgehe und erkannt werde, ist mir das eher unangenehm. Der Titel des German Mr. Leather ist in der deutschen schwulen Szene nicht sehr bedeutend, nur in der Lederszene. Als ich German Mr. Leather geworden bin, hat sich das ein bisschen geändert, weil ich mich auch dafür eingesetzt habe, dass dieser Titel szeneübergreifend ist. Ich wollte nicht nur die Lederszene repräsentieren, sondern wollte das, wofür ich einstehe, zum Beispiel keine Drogen in der Szene, Safe Sex und ähnliches. Ich wollte das überall in der schwulen Szene verbreiten und nicht nur in der Lederszene. Ich war nie Teil einer Bewegung. Ich habe mich nie als Teil der schwulen Minderheit angesehen, weil ich immer in der Heteroszene verkehrt habe. Insofern ist mir die Gleichberechtigung von Schwulen, sie ist mir wichtig, aber sie ist nicht Teil meines Lebens, weil ich immer gleichberechtigt war. Ich wurde nie ausgegrenzt, ich wurde nie verachtet von Heteros, weil ich immer so war, wie ich bin. Und sie haben das akzeptiert. Ich glaube, dass sich die Schwulenszene in etwas Neues verwandelt, dadurch, dass sie sich auflöst. Ich hoffe es. Aber es wird eine neue Szene kommen. Es wird eine neue Art von schwuler Szene kommen, zu der ich mich auch nicht dazugehörig fühlen werde.